Karfreitag, die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen. Es geht auf den nächsten Bundesligaspieltag zu, der 27. an der Reihe. Unser VfL empfängt am Ostersonntag zu später Stunde um 19:30 im Vonovia-Ruhr-Stadion SV Darmstadt. Also herzlich willkommen. Im Hinblick auf den Vorbericht, auf das anstehende Heimspiel unseres VfL gegen Darmstadt. Und ja, also die Länderspielpause neigt sich dem Ende entgegen. Und seien wir doch mal ehrlich, die Länderspiele konnte man sich diesmal sogar ansehen. Ja, das war doch in Ordnung. Soll aber nicht unser Thema natürlich hier sein, sondern natürlich der VfL. Und ich denke, im Vorfeld hat uns also diese zweiwöchige Pause allen irgendwo gut getan, ja, einfach mal abzuschalten und sich ein bisschen Distanz wieder aufzubauen, die Akkus aufzuladen und ja, wie gesagt, nochmal komplett voll aufzutanken. Das gilt sicherlich für die Spieler, die hier und dort ein paar freie Tage erhalten haben. Das gilt ganz bestimmt fürs Trainerteam, für die Verantwortlichen und natürlich auch im Umfeld für uns Fans, um uns einfach ja, so ein bisschen wieder ja, runterzukommen teilweise oder einfach ja, ein bisschen Abstand zu sammeln. Ob uns am Ende des Tages diese Länderspielpause gut getan hat, das wird man dann sehen, je nachdem, wie das Spiel am Sonntagabend läuft. Aber sie kam definitiv für uns diesmal zum richtigen Zeitpunkt. Und ja, ich habe das Ganze ja im Vorfeld auch etwas, ja, nicht provokant, aber der Titel heißt jetzt Trendwende oder ja, Schalke 2.0. Denn eins ist natürlich klar, bestreiten wir am Sonntag dieses Spiel erfolgreich. Dann ist es nach 4 Niederlagen in Serie definitiv die Trendwende, die genau zum richtigen Zeitpunkt kommt. Dann im Konjunktiv gesprochen, würden wir ja auf 28 Punkte springen und würden wirklich einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, vor den anstehenden Aufgaben dann auch gut aussehen. Wenn wir dieses Spiel natürlich jetzt nicht gewinnen und im Worst-Case-Szenario irgendwo verlieren, was wir natürlich alle nicht hoffen, dann ja, wäre sicherlich rein tabellarisch gesehen und rein irgendwo von der Situation her, von punktetechnisch auf, was die Distanz angeht, nach unten hin, die Situation vielleicht nicht 1:1 mit der nach dem Spiel letztes Jahr gegen den FC Schalke vergleichbar, aber wohl sicherlich stimmungstechnisch und emotional auf jeden Fall wären wir doch definitiv, wenn das um die Hose geht, definitiv, was das angeht, irgendwo wieder an diesen Punkt, dann mit 5 Niederlagen im Gepäck. Möglicherweise rückt die Konkurrenz dann näher ran und dann wird es nochmal richtig eng und das gilt es tunlichst zu vermeiden. Und damit wir das eben tunlichst vermeiden, sollten wir uns zunächst einmal mit dem kommenden Gegner beschäftigen, ja? Der da wäre also der SV Darmstadt, gegenwärtig tabellarisch das Schlusslicht in der Liga bilden nach 26 Spielen. De facto fast überall irgendwo die schlechtesten Werte vereinen. Gegenwärtig haben sie auf uns, auf das rettende UV auf Rang 15, 12 Punkte Rückstand. Bei 8 ausstehenden Spielen ist das also an sich schon aus Darmstädter Sicht eher Utopie einzuholen. Aber auch, und das muss man sagen, auf den Relegationsrang gegenwärtig beträgt der Rückstand auch schon 6 Punkte. Ja, dazu noch die um, ich glaube, 15 Tore schlechtere Tordifferenz. Also auch das auf den Relegationsrang 6 Punkte und minus 15 Tore sind schon wirklich ein dickes Brett, gerade wenn es jetzt in den Saisonendspurt auch irgendwo geht. Und deswegen der SV Darmstadt bereits jetzt schon etwas abgeschlagen. Dennoch nach wie vor nicht chancenlos, nicht hoffnungslos. Und das heißt natürlich nicht, dass sie sich jetzt hier hinkommen zu uns und ja, de facto schon von vornherein ergeben. Das wird ganz sicher nicht passieren. Ganz im Gegenteil, sie werden auch nochmal alles versuchen, nochmal alles raushauen, ja, was in ihren Köchern einfach steckt. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, bei denen aufstellungstechnisch fehlt möglicherweise Fabian Holland als Kapitän wegen Adduktorenverletzung, könnte aber vielleicht noch zurückkehren. Sicherlich dann ist Franić, glaube ich, wegen der 5. Karte gesperrt. Und seit längerer Zeit fehlt auch schon Mehlen im Mittelfeld. Das ist sicherlich dann ein herber Verlust wegen Wadenbeinbruch. Ansonsten
Ja, wer ist da zu erwarten bei denen? Gerrit Holtmann und Sebastian Stolper-Polter, ja, ist auch in der Startelf zu erwarten. Somit hier wird es wohl möglicherweise zu zu einem Wiedersehen kommen, ja. Über das eine freuen wir uns, über das andere sicherlich weniger. Ich sage euch aber ganz ehrlich, ist mir aber auch an dem Tag völlig scheißegal, ob da der Polter jetzt vorne drin steht, hops wie gesprungen. Mich interessiert das Spiel, welches sicherlich eng werden wird. Schauen wir uns mal das Hinspiel an in Darmstadt, was ja doch schon ein auch recht ja, großes kampfbetont gewesen ist, gestochere eigentlich, wie man eigentlich Abstiegskampf erwartet, wir das am Ende des Tages dann auf unsere Seite ziehen konnten, zum Glück, ja, den einzigen Auswärtssieg der laufenden Saison haben wir also in Darmstadt auch geholt. Und streng genommen ist eigentlich im Hinblick auf Sonntag auch kaum was anderes zu erwarten. Wie gesagt, ich weiß nicht en Detail, wie Darmstadt auflaufen wird, ist mir aber auch grundsätzlich egal, wie sie am Ende des Tages auflaufen werden. Es geht natürlich allen voran, den Fokus auf uns zu lenken und auch sich auf uns zu konzentrieren. Hier der Vollständigkeit nochmal die Statistik, viele Spiele oder allzu viele Spiele in der Bundesliga gegen Darmstadt hat es bis dato auch noch nicht gegeben. Ja, also, lasst uns das mal zum Gegner erstmal soweit sein lassen und kommen wir mal zu uns. Und wie eingangs gesagt, die Länderspielpause kam sicherlich für uns zum richtigen Zeitpunkt, denn es haben sich weitgehend die meisten Spieler irgendwo auskuriert, beziehungsweise ihre Verletzungen auskurieren können und stehen weitgehend zur Verfügung. Natürlich hat der ein oder andere jetzt noch eine längere Pause hinter sich. Nehmen wir mal zum Beispiel Jimmy, ja, der die letzten 4 Wochen verpasst hat, komplett jetzt diese Woche im Mannschaftstraining ist. Also auch hier Fragezeichen dahinter, ob er direkt 90 Minuten wieder kann. Bei Ostage ging es zuletzt. Also wie gesagt, der ein oder andere mag vielleicht noch nicht ganz bei 100% sein, aber Fakt ist eins, sie sind da, sie sind einsatzfähig, wir haben deutlich mehr Variationsmöglichkeiten wieder, was auch die Konkurrenzsituation bei uns vor dem Spiel jetzt auch irgendwo verschärft und was sicherlich dem Ganzen auch vor dem Spiel einfach gut tut. Ja. Schauen wir uns noch einmal an, wie eine mögliche Aufstellung aussehen könnte. Ich habe jetzt so gewissermaßen meine Wunschformation hier aufgestellt, anhand dessen oder der Infos, die momentan so durchsickern. Riemann im Tor klar, auf links Bernardo gesetzt, Schlotterbeck, Ordetz, da gibt es an sich auch nicht viel dran zu rütteln. Auf rechts wird Tim Oermann weiterhin ausfallen. So, hier würde ich mir im Vorfeld auf das Spiel wünschen, dass es wir jetzt keine Experimente mehr erleben, dass möglicherweise noch Bero hinten rechts spielt, ja, also um das jetzt mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben, sondern wir haben doch jetzt hier gelernte Rechtsverteidiger, die fit sind, einsatzbereit und da würde ich mir wünschen, dass einer von beiden da jetzt spielt. Ich favorisiere nach wie vor Gamboa. Natürlich, Christian Gamboa hat vor einigen Wochen, als er dann in Gladbach gespielt hat, nach längerer Zeit auch extrem schlecht ausgesehen, kam danach auch kaum noch mehr zum Zug. Ja, es wurde dort wild hin und her gewechselt auf rechts. Aber halten wir doch mal eins fest. Vom Leipzig-Spiel in der Hinrunde bis zum Bayern-Spiel ungefähr ist doch Christian Gamboa oder zumindest ein paar Spiele davor weitgehend gesetzt gewesen. Ja? Also in der erfolgreichen Phase, die wir gehabt haben in der Saison, die sich ja über viele, viele Spiele hinzog, ist Gamboa doch der Mann auf rechts gewesen. Das heißt, auch wenn er da irgendwo ein schlechteres Spiel etc. die gemacht hat, er hat ja nicht alles verlernt, und deswegen, um das abzukürzen, stell ihn hier auf. Ich möchte hier kurz und knapp keine Experimente auf rechts sehen, sondern Leute und Spieler, die wissen, was sie auf der rechten Seite zu tun haben. Und da ist definitiv Gambo nach wie vor für mich hier unter den Gesichtspunkten die erste Wahl. Oder wissen wir etwas nicht, was der Trainer weiß? Weiß ich nicht. Können Gamboa und Riemann auf dem Platz gar nicht mehr miteinander? Ich weiß es nicht. Und so, ja, ist das vielleicht der Grund, warum er nicht mehr spielt? Keine Ahnung. Ja, also lassen wir die Mutmaßungen. So viel zur Abwehr. Mittelfeld. Soweit alles klar. Patrick Ostage ist wieder zurück. 4 gelbe Karten, da muss er ein bisschen aufpassen. Wobei, wenn es passiert, passiert es, ist egal. Es gilt, alles reinzuwerfen. Für mich natürlich absolut gesetzt. Daneben der Capitano, selbstverständlich gesetzt. Und davor Kevin Stöger, auch gesetzt. Da dürfte es im Prinzip eigentlich, sofern dort kurzfristig nicht noch irgendwas passiert, keine großen Überraschungen eigentlich geben. Auf Außen.
Dann mein Wunsch zumindest soll er jetzt, das müssen wir noch abwarten, wie eingangs von mir gesagt, Jimmy kann er von Anfang an direkt schon spielen, wenn er jetzt halt ins Training eingestiegen ist, ja, wo er jetzt doch die längere Pause einfach gehabt hat, ist er eine Option von Beginn an? Wenn ja, dann her mit ihm, schmeißt ihn rein, ja, damit dort wieder ein bisschen mehr Zug, ein bisschen mehr Tempo in die Geschichte reinkommt auf der Außenbahn. Ansonsten wäre für mich nach wie vor die zweite Alternative hier Maximilian Wittek. Ja, ähnlicher Fall, haben wir auch schon mehrfach diskutiert, hat es ja auch gegen Leipzig gut gemacht und danach auch wieder komischerweise rausrotiert und kam dann nur noch hier und dort sporadisch rein. Also das ist auch für mich nicht nachvollziehbar. Deswegen, also hier kann es für mich nur die beiden Alternativen eigentlich geben. So würde ich definitiv aufstellen. So, auf der anderen Seite Asano, definitiv auch hier gesetzt. Das Spiel gegen Nordkorea ist ja dann ausgefallen. Somit kam er etwas eher zurück, beziehungsweise hat dann noch ein paar freie Tage mehr bekommen vom Trainer. Ja, hat auch zuletzt irgendwo angedeutet, dass er doch ordentlich platt ist. Und hoffentlich gehört er zu denen, die die Länderspielpause also dahingehend so ein bisschen für sich nutzen konnten, um aufzutanken, um einfach diese Frische so ein bisschen wieder zurückzuerlangen und dass wir halt ja wieder den Taku sehen, den wir ja ansonsten sonst über die meiste Saison hinüber gesehen haben. So, und vorne dann für mich weiterhin, ich habe das ja schon vor einigen Wochen gesagt, ich würde ganz ehrlich nach wie vor hier Lukas Daschner mal vorne reinschmeißen. Ja, für mich die Optionen, wie gesagt, wir haben natürlich einiges, was wir hier machen können, aber ich kann mich an sich hier nur an der Stelle wiederholen. Von Moritz Boschinski habe ich zuletzt genug gesehen, ist für mich außer Form, völlig wirkungslos, hing in der Luft in den letzten Spielen. Also da würde ich jetzt mal was anderes versuchen. Philipp Hofmann hat sich zuletzt, als er reinkam von der Bank, verstärkt gezeigt, hat ja dann auch dieses Anschlusstor da noch gemacht, was ihm sicherlich gut getan hat. Also das war definitiv verbessert, aber unterm Strich ist mir das auch noch nicht genug. So, und dann bliebe noch Gonzalo Paciencia und ja, wie gesagt, die Option mit Lukas Daschner vorne, die ich für mich charmant einfach finde. Es ist natürlich auch die Frage, welches Spiel erleben wir eigentlich am Wochenende? Es ist davon auszugehen, dass das Spiel eher sehr kampfbetont sein wird. Viel hoch, viel weit, viel Sicherheit, wenig Spielfluss. Ja, also davon ist auszugehen, ein Kampf- und Krampfspiel eigentlich, dass wir weniger Fußball sehen werden, weil. Dann wäre ich jetzt, wo denke ich hin? Gonzalo Paciencia wäre für mich definitiv der richtige Spieler vorne, wenn wir irgendwo zu Hause es versuchen, mehr spielerisch irgendwo zu lösen, wenn tatsächlich am Sonntag, was wir nicht wissen, von links nach rechts plötzlich die Bälle in den 16er segeln, ständig eher vor dem 16er gesucht wird, ja, dann ist er für mich definitiv die richtige Option und Wahl, weil er mit seiner Technik und mit seiner Klasse dann auch im 16er die Dinger verwerten kann, ja, und das wissen wir ja, dass er das kann. Wenn allerdings, und wie gerade gesagt, das Spiel gegen Darmstadt, was zu erwarten ist, eher ein Kampf- und Krampfspiel wird, ist für mich Paciencia trotz seiner technischen Fähigkeiten dann einfach nicht die richtige Option. Denn arbeiten tut er nun mal nicht, das ist nicht sein Ding. Und das können wir dann jetzt nicht gebrauchen, dass da einer vorne den Stehgeiger macht und auf die Bälle wartet, die dann nicht kommen. Und so. Ja, auch das habe ich zuletzt häufiger schon gesehen. Deswegen ist das für mich irgendwo erstmal keine Option. Und wie gesagt, Lukas Daschner zuletzt mit aufsteigender Form. Ich finde, in den ein wenigen Einsätzen, die er gehabt hat, hat er irgendwo gezeigt, dass er ja in der Lage ist, sich im 1 zu 1 mal durchzusetzen. Wie gesagt, dass er einfach in Form gegenwärtig ist. Ja? Dass er irgendwo etwas der Mannschaft geben kann. Dieses Gefühl habe ich gegenwärtig so ein bisschen bei ihm, dass er da frischen Wind, frischen Zug reinbringt. Und es wäre doch mal einen Versuch wert, ja, wenn es nicht klappt, wechseln kannst du immer noch vorne. Ja, also ganz ehrlich, um es auf den Punkt zu bringen und zu beenden. Weniger abgemeldet als zuletzt ein Boschinski, kann ein Dasch nach vorne auch nicht mehr sein. Ja? Also das muss man doch auch mal festhalten. Ja? So, und da erhoffe ich mir einfach so ein bisschen mehr spielerische Elemente auch, allen voran über Stöger, über Asano, ja, wenn wir dort kombinieren, ein bisschen mit Daschner, wie wir das ja auch schon mal in der Hinrunde gegen den 1. FC Köln im Heimspiel gesehen haben. Ihr erinnert euch sicherlich, ja, da sah es doch relativ gut aus und das wäre echt schön, wenn wir das sehen würden. So, dann wäre natürlich auch für einen Einsatz irgendwo ein paar ja dann eine Option. Okay, in der zweiten Halbzeit vielleicht. So viel zur Aufstellung. Lasst uns das mit der Aufstellung dahingehend belassen. Wie sind eure Ideen? Wie sind eure Meinungen? Schreibt es wie gewohnt unten und lasst uns mal von der Aufstellung zur Erwartungshaltung kommen. Also, ich habe jetzt
im Vorfeld schon das eine oder andere erzählt. Also aus unserer Sicht, wenn man beim VfL in irgendeiner Form auch nur in der Bundesliga von Pflichtsiegen reden darf, was man eigentlich nicht darf, ja, dann ist aber sicherlich dieses Spiel am Sonntag definitiv so eins, wo ich jetzt sagen würde, also ohne Wenn und Aber, dieses Spiel muss gewonnen werden und das Wie ist mir dabei scheißegal. Ja? Ob uns plötzlich der VAR in die Karten spielt und nach 10 Minuten einen geschenkten Elfmeter gibt und das Spiel, das hat einer geschrieben von euch jetzt hier letztens, 3-0 ausgeht, herzlichen Glückwunsch, nehme ich. Ob das Spiel ein Kampf- und Krampfspiel ist, ein Gewürge wie im Hinspiel und wir aber das glücklichere Ende irgendwo haben, weil wir das etwas effektiver uns zeigen, herzlichen Glückwunsch, her damit. Wenn es lange unentschieden steht, wir in der fünften Nachspielminute das Siegtor diesmal machen und es andersrum läuft, ist mir scheißegal, her damit. Ich bin ehrlich, die letzte Variante muss jetzt nicht zwingend sein, ja, lass uns auf die Gesundheit auch noch achten, ja. Aber um es wie gesagt hier nochmal zu verdeutlichen, das Wie ist mir scheißegal, Hauptsache dieses Spiel wird gewonnen, wir leiten die Trendwende ein, stehen bei 28 Punkten, fahren nach Köln mit dieser Ausgangslage, haben dann das Spiel gegen Heidenheim vor der Brust, wo wir dann letztendlich eigentlich dann fast alles klar schon machen können, ja, wenn man sich dann auf die Tabelle das so Ganze so anschaut. Und das ist halt die Erwartungshaltung. Ich denke und gehe fest davon aus, dass die Spieler jetzt auch einfach diese Länderspielpause für sich genutzt haben, dass wir von der ersten Minute an eine Truppe sehen werden, zu Hause, ausverkauftes Haus abends, die brennen wird, die da alles in die Waagschale schmeißt und es wird definitiv, ja, bin ich fest davon überzeugt, die werden da auflaufen, als wenn es das letzte Saisonspiel wäre und es um alles ginge. Und es gilt eben, diese Spieler auf unsere Seite zu ziehen, mit den Zuschauern, ja, und gemeinsam dann zu feiern. Und wie gesagt, das ist also meine Erwartungshaltung. Die B-Note wurscht. Es geht um das reine Ergebnis. Das soll eingefahren werden. Und in diesem Sinne hoffen wir mal, dass wir am Ostersonntag dem Gegner die Ostereier ins Tor legen können und nicht umgekehrt. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein zum Vorbericht. Wie sind eure Meinungen? Wie ist euer Bauchgefühl im Hinspiel auch im Blick auf das anstehende Heimspiel? Schreibt es wie gewohnt unten. Und dann sehen wir uns wie gewohnt zur Couch-Analyse, die möglicherweise aber erst am Montag stattfinden wird, weil ihr wisst, wir spielen doch relativ spät und da weiß ich nicht, ob ich das dann abends noch hinbekomme. Es sei denn, wir gewinnen dieses Spiel überragend, bin ich noch live aus dem Stadion daher. Also, bis dahin, tschüss.